Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind wieder in Berkanas Observatorium, nachdem wir ja beim letzten Mal nicht so viel Glück hatten, was den Kampf hier angeht. Ja, wir sind in der Bibliothek und du kannst das richtige Buch nicht finden. Dann schau einfach besser hin und betrachte die Worte, nicht die Bilder. Ja, und diese Myrmidonen sind das Hauptproblem. Hat die nicht auf Pause geklickt? Okay, Xoti Buff. Seraphin, nehmen wir uns den da mal weg. Okay, Alof. So. Xoti, das war vielleicht der falsche Heilzauber, aber egal. Xoti, heile ich mal richtig. Da verwurzeln wir mal ein bisschen. Da kommt noch jemand angerannt. Okay. Mit einem Eoten. Okay. Jetzt haben wir Leck. Jetzt ist der Leck weg. Oh, Fenrir, stell dich tot. Seraphim, wo steckst du? Da. Okay, übernimm du mal die Eoten. Du, mach mal ein Heilgebiet. Okay, Fenrir ist ganz down, nicht ganz so toll. So, wer lebt hier noch? So wie es aussieht, nur noch die Eoten. Das war einer. Das war Nummer 2. So, das hat doch viel besser geklappt. Ah, Obsidiansplitter, Plattenhelm, Plattenpanzer. So richtig gute Sachen hatten sie jetzt nicht. Ein außergewöhnlicher Brustharnisch. Maximal Gesundheit, außergewöhnliches Zepter.
Und Obsidiansplitter, die viel wert sind. So. Können wir jetzt einen Quicksave machen. Mal gucken, was wir hier haben. Dieses verzauberte Diorama zeigt eine andere Insel als die, auf der du gelandet bist. Eine winzige Figur geht oben auf dem steinernen Turm auf und ab. A shadow comes to muddy the light. Ich denke mal, die meisten Gegner haben wir jetzt ausgeschalten. Eine Inschrift im Zauberbuch lautet Kalakovs versteinernde Tinte. Oh. Klingt nett. Ah, was ist hier noch? Das große Archiv, okay. As you wish. That wasn't that bad. So, die beiden sind weg. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Berat Schriften. Der König Fischer. Bestgegenstand. Auf dieser Schriftrolle ist der Text einer Huana-Legende über einen Sternbild verzeichnet. Eine Stelle ist unterstrichen. Als sich der Nebel über dem Pfad verdichtete, pfiff die Jägerin laut und rief nach dem Königsfischer, der zwischen ihren Augen schwebte und ihr flüsterte, wo was vor ihr lag. Okay. Iotasische Gebete. Ach, ich sag einfach alles ein, was ich finde. Die vielen Gesichter Berhards. Reagenzien nehme ich auch gerne mit. Tagebuch eines unbekannten Piraten. Ah. Keep whoever on. Zauberbuch mit Kampfspuren. Ah, ein Zauberbuch also. Ups. Der Leviathan. Auf dieser Schriftrolle ist der Text einer Huana-Legende über ein Sternbild verzeichnet. Eine Stelle ist unterstrichen. Die Jägerin sprang rechtzeitig von ihrem Boot, um dabei zuzusehen, wie es in zwei ging, als der Leviathan seinen gewaltigen Schwanz niederbrachte. Ja, der Leviathan und der Königsfischer. Hatten wir es mit denen nicht in dem versunkenen Galloway-Tempel zu tun? So, dann gucken wir erst hier oben weiter lang, würde ich sagen. Nichts ist verloren. Die Suche nach Ukaiso. Nehmen wir auch mal an uns. Das sieht wie das Privatgemach aus. Palmenlatten, okay. Auf einer winzigen Tafel steht Horizont schiefbrüchig unter dem Kommando von Captain Rakua auf ihrer letzten Reise zum verlorenen Ukaiso. Ah, Feuerstrahlschriftrolle. Im Observatorium wimmelt es von Söldnern, ja. Die sollten wir jetzt allerdings los sein, die Söldner. Ja, Berkanas Büro. Die Jägerin.
Auf dieser Schriftrolle ist der Text einer Hoana-Legende über ein Sternbild verzeichnet. Mit angelegtem Stirnband zog die Jägerin aus ihrem Dorf aus. Sie machte auf einem Hügel Rast, um den Pfad vor ihr zu prüfen. Ja, das hier sieht aus Ausrüstungsraum. Ich habe eher gedacht, wie die Drehspirale von, also der Drehmechanismus des Teleskops oben im Observatorium. Denn wir sind ja hier in einem Observatorium. Ja, das Sonnensystemmodell haben wir entdeckt. Die Treppe ist im Eimer, okay. Hier kommen wir allerdings nach oben. Oh, a marvel. I could spend days studying this. I don't suppose that's the plan. Nein, leider ist das nicht der Plan. Was sagt die das Ding? Ein massives Sonnensystemmodell beherrscht das Dach der Forschungsstation. Ich sollte einen näheren Blick drauf werfen. Okay, da ist es doch kein Teleskop, sondern ein Sonnenmodell. Ist das die Sonne oder ist das Eora? Konzellhaut. Bannertrickser, Bannerpriester, Taok, Eflin und ein Myrmidone. Eine Gestalt so knochig, dass sie eher an ein Skelett erinnert, hält eine Schriftrolle in beiden knotigen Händen. Seine Haut ist zerknittert wie altes Pergament und spannt sich bei jeder Bewegung so sehr, als müsste sie zerreißen. Er schaut auf. Seine Augen sind ernst und brennen vor Intensität. I trust that you didn't come to stargaze. Ich vermute einmal, du bist nicht da gekommen, um dir die Sterne anzuschauen. Sein Seufzen klingt wie das Flattern eines zerfetzten Flügels. Ich meine, sofern wir genug Zeit dafür haben. Then you've come to distract me, which is more dangerous by far. Dann bist du also gekommen, um mich abzulenken. Das ist noch viel gefährlicher. I am undeath. The shudder before the final gasp. The bone sanctuary of a thousand tomes. I am Konzellhaut. Konzellhaut, okay. Ich bin untot, der Schauder vor dem letzten Atemzug. Das Knochenheiligtum von tausenden von Folianten. Ich bin Konzellhaut, ja. If the circle sent you to interrupt my research, I'll fashion a scarecrow of your remains to deter their next hapless victim. Wenn der Zirkel dich geschickt hat, um meine Forschung zu behindern, werde ich aus deinen Überresten eine Vogelscheuche formen, um das nächste glücklose Opfer abzuschrecken. Akemir hat mich geschickt. Ich vermute einmal, wir sind beide hinter derselben Sache hier. Woher stammt dein Interesse an dieser Sternwarte? Ich lege jetzt wirklich noch für einen Kampf an, aber ich werde nicht zögern, mich zu verteidigen. Angreifen, du wirst keine deiner knochigen Hände an mich legen, du watschelnde Ente. Nehmen wir mal die zwei. That arcane upstart Bekana might not have been as unhinged as we once assumed. Dieser arcane Emporkömmling Bekana war möglicherweise doch nicht ganz so verrückt, wie wir zuerst vermutet haben. The Circle discounted her theories about a deep well of power in the dead fire. All that changed when I felt its pulse. Der Zirkel hat ihren Theorien über einen tiefen Brunnen der Macht im Todesfeuer nie Glauben schenken wollen. Aber das hat sich geändert, als ich den Puls dieses Brunnens gespürt habe. Er stieß die Finger, als wollte er etwas Vergängliches aus der Luft greifen. Your presence tells me that the circle has felt it too.
Deine Anwesenheit verriet mir, dass der Zirkel es ebenfalls... Der Zirkel hat es ebenfalls gespürt. Ja, du wärst nicht hier, wenn du bereits gefunden hättest, was du suchst. How astute. Now if you're finished dissecting my academic setbacks, I am a rather busy lich. Wie scharf sehe ich von dir. Und jetzt, nachdem wir die Analyse meiner akademischen Rückschläge beendet haben, bin ich ein sehr beschäftigter Lich. Mit deiner Grimasse hebt Constelhort die knochigen Finger und murmelt leise eine Beschwörung. Oh, Mann.